Bei Marianne Schwemmer kam es nach einer orthopädischen Fußoperation zu einer Wundheilungsstörung. Knochen und Gelenk lagen offen. Eine komplexe mikrochirurgische OP war nötig, damit der Fuß nicht amputiert werden musste. Das war vor 1,5 Jahren. Heute schaut sie noch mal bei Chefarzt Dr. von Pichler vorbei. Wir haben bei der Frau Schwemmer ein Stück vom Unterarm genommen mit einem Gefäß und dieses Weichteilgewebe, dieses Weichteilstück auf diesen Defekt aufgenäht, und zwar in einer sehr komplizierten mikrochirurgischen Technik, indem wir die Gefäße von diesem Stück vom Unterarm an die Unterschenkelgefäße angenäht haben. Das Ergebnis ist gut. Frau Schwemmer ist jetzt im Alltag wieder mobil. Ihre Operation hatte 5 bis 6 Stunden gedauert. Diese Eingriffe werden in Burglengenfeld mit modernsten Techniken und speziellen Instrumenten durchgeführt. Man braucht ein ganz spezielles Instrumentarium, um diese Chirurgie durchführen zu können. Sie brauchen Operationsmikroskop, Sie brauchen entsprechende Operationsbrillen, die wir bei diesen Operationen immer tragen, um überhaupt diese kleinen Gefäße zu finden. Die Anastomosen, also die Gefäßverbindungen, die wir schaffen zwischen dem Weichteilgewebe, was wir entnehmen, um Weichteildefekte zu verschließen, diese Gefäßverbindungen liegen in einer Größenordnung von 1 bis 2, maximal 2,5 Millimeter. Und dafür haben wir ganz spezielle, sehr, sehr feine, empfindliche Instrumente, ganz feine Scheren, die die Gewebeschichten gut präparieren können, und vor allem auch ganz feine Nadelhalter und feine Fäden, die ungefähr die Dicke von einem Haar haben, um diese Gefäße aneinander nähen zu können. Albert Graf hat seine große Operation noch vor sich. Er hatte einen schweren Motorradunfall in Tschechien. Ich bin in die Kreuzung reingefahren und ein Auto hat mich von rechts praktisch frontal erwischt in die Seite des Motorrads. Dummerweise war mein Fuß dazwischen, der hat das abbekommen. Und das Ergebnis war ein Compartment-Syndrom, nennt man das. Das heißt, der Fuß hat die Form eines Luftballons angenommen, ist sehr stark angeschwollen und musste dann geöffnet werden, Compartmentspaltung, um eben diesen Druck aus dem Gewebe rauszukriegen. Ansonsten wäre er abgestorben, der Fuß, und ja, hätte ein Problem. Jetzt liegt der Fuß von Albert Graf an 2 Stellen offen. Dr. Maximilian von Pichler wird in einer mehrstündigen OP Haut und Gefäße aus dem Oberarm an den Fuß transplantieren. Das Wichtigste für den Patienten ist, einen sicheren, guten Chirurgen zu haben, der das oft macht. Mit der Anzahl der freien mikrochirurgischen Transplantate, die wir in Burglengenfeld machen, haben wir das. Und das Zweite ist vor allem die postoperative Überwachung. Das heißt, der Patient geht 24 Stunden mindestens auf die Intensivstation, nicht weil es ihm schlecht geht, sondern weil dort haben wir eine Schwester, die stündig das Transplantat kontrolliert, optisch und auch fühlerisch. Sie greift das Transplantat an, ist der Lappen warm, ist er kalt. Albert Graf muss nach dem Eingriff noch 10 Tage an der Asklepios-Klinik bleiben. Später wird ihn einmal nur noch eine 15 cm lange Narbe an seinen Unfall erinnern. Und dann geht es auch wieder aufs Motorrad. Natürlich. Das Motorrad kann ja nichts dafür, wenn ich nicht gescheit schaue.